Der Klimawandel ist längst kein nebulöses Zukunftsszenario mehr. Waldbrände und Hochwasserkatastrophen zeigen, wir sind wohl mittendrin. Erst vor wenigen Tagen hatten Wissenschaftler eine Studie vorgestellt, nach der die Erderwärmung Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen begünstigt. Welche Schutzvorkehrungen möglich und notwendig sind, darüber haben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und weitere Behörden heute informiert. Vor allem mit Blick auf den Städtebau. Wie gefährlich die Situation werden kann, haben zuletzt die Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gezeigt. Lokaler Starkregen mit anschließenden Überflutungen. Wegen des Klimawandels erwarten Meteorologen immer häufiger solches Extremwetter. Verantwortlich ist der Temperaturanstieg. Das heißt, es verdunstet mehr, es ist eine Atmosphäre und bei entsprechenden Gegebenheiten kommt es natürlich in Form von Regen wieder herunter. Und bei entsprechenden Wetterlagen, haben wir alle ja Mitte Juli erlebt, kann dann innerhalb von kurzer Zeit sehr viel oder noch extrem viel fallen mit entsprechenden Schäden. Ein weiteres Beispiel der heute vorgestellten Analysen von Wetterdienst, THW, Katastrophenschutz und Raumforschern. Wir müssen lernen, mit dem möglichen Starkregen zu leben. Das heißt, Kommunen und Häuser vorzubereiten. Um Städte wetterfest zu machen, ist es wichtig, dass wir dieser Idee und dem Prinzip der Schwammstadt folgen. Das heißt, wir müssen Versiegelungen auflösen. Wir müssen es ermöglichen, in jeder Hinsicht Wasser, gerade bei Starkregen, versickern zu lassen. Und wir müssen Möglichkeiten ergreifen, tatsächlich auch Vorhaltemaßnahmen bei Sturzregen zu ergreifen. Ein Weg zu nachhaltigem Regenwassermanagement führt über solche Starkregenkarten. Hier in Offenbach arbeiten sie damit schon seit Jahren an den notwendigen Klimaanpassungen, öffnen versiegelte Flächen wieder und renaturieren begradigte Flüsse, wie hier die Biber. Wir verlegen sozusagen, die Biber geben ihr Schleifen und Bögen und geben damit dem Wasser, wenn es über die Ufer tritt, Platz. Erste Schritte für effektiveren Hochwasserschutz, um Flutschäden im Stadtgebiet zu vermeiden. Der Deutsche Wetterdienst hat mit dem Technischen Hilfswerk, dem Katastrophenschutz und Raumforschern untersucht, inwieweit in Deutschland mit Extremwetterereignissen gerechnet werden muss und wie wir damit umgehen können. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Pfeiffer. Welche Rolle wird denn Starkregen künftig spielen? Ja, der Deutsche Wetterdienst und die anderen Behörden, die wir ja eben auch angesprochen haben, die haben etwas ganz Interessantes gemacht. Die haben sich nämlich mal die Regenradarbilder genommen und die Feuerwehreinsätze zu Flut und ähnlichen Ereignissen wie Sturzregen daneben gelegt. Und dann haben sie mal geschaut, was haben wir davon eigentlich bisher an unseren Wetterstationen gemessen. Und dabei haben sie zwei ganz interessante Sachen festgestellt. Das eine ist nämlich, dass ihnen tatsächlich die meisten der lokalen Wetterereignisse bisher durch die Lappen gegangen sind. Nicht an jeder Stelle steht eine Wetterstation und deswegen haben sie viele dieser lokalen Wetterereignisse, wie sie jetzt häufiger auftreten, auch nicht gemessen. Und das andere, was sie dann festgestellt haben, als sie so die letzten 10 Jahre mal zurückgeblickt haben, ist, dass diese Ereignisse tatsächlich auch häufiger geworden sind. Also, dass sie häufiger aufgetreten sind und gerade dort, wo eben die Erde versiegelt ist oder wo es Senken gibt. Das heißt also, wo das Wasser tatsächlich nicht abfließen kann und wo es Probleme gibt. Ja, und das hat bei den Behörden, die jetzt hier sich die ganzen Sachen angeschaut haben, zu der Schlussfolgerung geführt. Es gibt da doch einen deutlichen Handlungsbedarf für die Kommunen, aber auch für die Menschen. Wie sieht der denn aus? Ja, die Experten sagen ganz klar, wir müssen die Warnketten verbessern. Das ist eine Maßnahme. Also wir müssen wieder schauen, haben wir die richtigen Sirenen, haben wir die richtigen Apps, haben wir die richtigen Möglichkeiten, die Menschen zu erreichen. Aber sie sagen auch gleichzeitig, das reicht nicht mehr, um tatsächlich diese Ereignisse zu bewältigen. Nach dieser Analyse braucht es nämlich jetzt ein neues Regenwassermanagement in Deutschland, so die Behörden heute. Und dazu gehört, dass man genau analysiert. Also man muss genau schauen, wo tritt eigentlich so ein sturzflutartiges Hochwasser auf? Wo kann das Wasser hin? Wo geht das Ganze, dass man das irgendwie wieder verbessern kann? Und dazu braucht es jetzt in vielen Dörfern und Städten sogenannte Starkregenkarten. Also Karten, wo man dann genau einzeichnet, wo ist eine versiegelte Fläche und wie kann man das Ganze verbessern und das Ganze an die neue Wassersituation anpassen. Schwammstadt ist das Stichwort, das hat man jetzt schon öfter gehört. Was bedeutet das denn nun konkret im Städtebau?
Ja, Schwammstadt ist dieser Fachbegriff, den die Forscher immer wieder nennen und den heute die Behördenleute auch genannt haben bei der Pressekonferenz. Schwammstadt heißt eigentlich, dass man schaut, dass es Möglichkeiten gibt, wo das Wasser hin kann, wenn denn der Sturzregen kommt. Das heißt also, dass sich nicht das Wasser gleichzeitig in alle Richtungen bewegt und dann es eine riesengroße Flutwelle gibt. Es gibt dann mehrere Möglichkeiten, wie man das Wasser so kanalisieren kann, dass es halt dann eben nicht sofort zu solchen Flutwellen kommt. Das eine ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit Regenrückhaltebecken erstmal dafür zu sorgen, dass man das Wasser versickern lässt für eine Zeit lang. Man kann aber auch gucken, wo haben wir Flüsse begradigt, wo hat das Wasser eigentlich gar keinen Platz mehr, dass es irgendwie sich ausfließen kann, dass man diese Flüsse wieder renaturiert. Oder es geht auch um das Thema Stadtgrün, denn versickertes Wasser, was versickert, ist natürlich nicht sofort eine Flutwelle oder trägt nicht zu einer Flutwelle bei, die dann die Straßen durch die Städte herunterrollt und dann möglicherweise auch wieder zu Schäden führt. Aber das geht nicht von jetzt auf gleich, das wird viel Geld und viel Zeit kosten. Und die Behördenchefs haben auch gesagt, dafür braucht es entsprechende Förderung. Und welche Städte sind da besonders fortschrittlich? Ja, hier bei uns in Hessen ist man schon seit mehr als 10 Jahren dabei. Seit 2008 ist man schon in Hessen dabei, die Klimaschutzmaßnahmen zu treffen. Und seit 2017 ungefähr geht es da auch immer mehr in Richtung Klimaanpassung. Und eine Stadt, die da sehr fortschrittlich ist, ist zum Beispiel die Nachbarstadt von Frankfurt, Offenbach am Main. Hier hat man schon auch mit 2017 angefangen, solche Starkregenkarten zu nutzen und zu gucken, wo planen wir besser, wo können wir Flächen wieder renaturieren. Da wird zum Beispiel ein kleiner Fluss, der regelmäßig die Keller der Anwohner flutet, renaturiert, die Biber. Das heißt also, das Betonbett wird man jetzt entfernen und man möchte da wieder mehr Grün haben und dem Wasser einfach mehr Lauf geben. Das ist eine Möglichkeit, um tatsächlich dazu beizutragen, hier auch in Hessen und mit den Anwohnern zusammen, die bindet man nämlich da auch sehr stark ein, um solche Schäden in Zukunft zu vermeiden. Und ganz spannend, die Offenbacher gucken nicht nur auf morgen, sondern die gucken schon nach übermorgen, 2050. Das ist das Ziel, was sie jetzt im Blick haben, um halt Offenbach zu einer Schwammstadt zu machen, die solchen Hochwassern dann am Ende auch trotzen kann. Dankeschön nach Frankfurt. Markus Pfeiffer.